Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr euch so einen smarten Spiegel aufbauen könnt, was ihr dafür benötigt, worauf ihr zu achten habt, wo ihr so einen Spiegel kaufen könnt und was euch das Ganze ungefähr kostet. Das alles zeige ich euch im heutigen Teil. Im zweiten Teil geht es dann um die Software, die hier drin steckt, die das Ganze steuert. Das gibt es aber, wie gesagt, im zweiten Teil. Nach einem kurzen Intro geht's los. Also bleibt dran, seid gespannt und viel Spaß mit dem Video. So, ihr spielt also mit dem Gedanken, euch so einen smarten Spiegel zu bauen oder wollt euch einfach nur ein bisschen darüber informieren, wie das Ganze funktioniert. Ich werde euch heute alle Fragen, die ihr habt, beantworten und werde euch zeigen, wie das Ganze funktioniert. Was ihr als erstes braucht, ist natürlich so ein Spiegel. Diese Spiegel nennen sich Spionspiegel, also wenn ihr danach sucht, einfach mal Spionspiegel bei Google eingeben und dann werdet ihr mit solchen Spiegeln vermutlich erschlagen. Das Besondere an diesen Spiegeln ist, dass man von dieser Seite hier durchgucken kann und von dieser Seite hier spiegelt er. Ihr kennt es bestimmt aus den Krimis im Fernsehen, wo irgendwelche Leute verhört werden. Auf der einen Seite sitzen die Verbrecher, auf dieser Seite die Zeugen oder die Polizisten und der Verbrecher kann nicht nach hinten durchgucken. Genau diese Art Spiegel ist das hier. Das Ganze gibt es auch nochmal in günstig mit Spiegelfolie, aber ich empfehle euch, lasst die Finger davon, das Zeug taugt nichts. Ihr bekommt nur irgendwelche Luftbläschen da rein, Staubpartikel, die unter die Folie kommen. Das Bild verzieht sich, verzerrt oder was auch immer. Also lohnt sich nicht. Oder ihr seht den Monitor von hinten durch. Also wie gesagt, Finger davon lassen, erspart euch den Ärger. Und investiert lieber etwas mehr Geld, aber dafür seid ihr dann glücklich. Wenn wir beim Thema Geld sind, die Dinger sind nicht gerade günstig. Dieser Spiegel, so wie er hier steht, hat ungefähr 100 Euro gekostet. Der hat die Abmaße 400 x 500 und ist 4 mm dick. Ihr seht, nicht gerade günstig. Ein Quadratmeter von diesem Spiegel kostet ungefähr 180 Euro, 190 Euro. Dann kommt noch der Versand dazu. Der ist natürlich auch nicht gerade günstig. So ein Spiegel kann ja nicht einfach so verschickt werden. Da kommen, glaube ich, auch noch mal 15 Euro drauf. Aber guckt einfach auf der Internetseite oder geht zu einem Glaser bei euch in der Nähe und fragt dort mal nach. Außerdem braucht ihr noch einen Monitor. Beim Monitor habt ihr die Qual der Wahl. Entweder ihr kauft euch so ein Notebook-Display oder Laptop-Display und den passenden Controller. Problem dabei ist, dass die gibt es nicht in jeder Größe. Displays, die gehen bis ungefähr 17 Zoll und dann werden sie selten oder teuer und ja, alternativ dazu könnt ihr einen normalen Monitor benutzen, also normalen TFT-Flachbildschirm und baut einfach das Display aus dem Gehäuse aus und montiert es hier hinten dran. Genau das zeige ich euch heute in dem Video, wie das Ganze funktioniert. Ich habe nämlich einen Monitor genommen. Bei mir hier hinten werkelt ein 22 Zoll Monitor. Und zeigt euch dieses Bild hier an. Die Visualisierung, die ihr hier gerade seht, beziehungsweise diese Schrift, die ist nicht für diesen Monitor jetzt angepasst. Das ist für meine Visualisierung, die ich hier verwende. Und die hat eine geringere Auflösung, deswegen wird hier an der Seite nichts angezeigt. Aber der Monitor geht über den kompletten Bilderrahmen. So. Wenn ihr euch für einen Monitor entscheidet, dann müsst ihr darauf achten, dass die Kabel, die in den Monitor reingehen bzw. rauskommen, die müssen nach unten weggehen, die dürfen nicht nach hinten weggehen, weil ansonsten
Habt ihr ein Problem bei der Montage von dem Monitor? Bei mir in diesem Tutorial oder in diesem Beispiel gehen die Kabel nach hinten. Das spielt aber für das Video halt keine Rolle. Ich hatte keinen anderen Monitor da, habe deswegen das verwendet, was ich hier hatte. Beziehungsweise ich hatte einen Monitor, wo die Kabel nach unten gehen, aber der war relativ alt und der war noch richtig dick. Das heißt, der hat hier überhaupt nicht reingepasst. Deswegen habe ich mich für den hier entschieden. Und wie gesagt, das ist jetzt nur zur Demonstration und wird so nicht verwendet. Aber wenn ihr euch ein Smart Mirror oder einen smarten Spiegel baut, dann achtet darauf, dass auch der Monitor nicht zu alt ist und nicht zu dick ist. Also es gibt etliche Monitore, die hier reinpassen. Ich hatte das schon mal abgemessen. Und ja, vielleicht, ich gucke mal nach, ich verlinke euch auch noch mal ein paar Monitore, die passen sollten. Aber es kommt natürlich auf euren Bilderrahmen drauf an. Das heißt, wenn ihr nur so einen 1 cm dicken Bilderrahmen verwendet, da passt natürlich kein Monitor, kein Raspberry Pi oder sonstiges da rein. Ihr müsst euch einen Bilderrahmen kaufen, der genug Platz hat, um das Ganze aufzunehmen. Alternativ dazu könnt ihr euch auch einen Bilderrahmen bauen, wenn ihr handwerklich begabt seid und das passende Werkzeug dafür habt. Könnt ihr euch das Ganze natürlich auch bauen. Das heißt, wir sind bei so einem smarten Spiegel bei ungefähr 200 Euro. Der hier hat ja eigentlich ziemlich genau 200 Euro gekostet. Wir haben den Spiegel mit 100 Euro. Dann kostet der Bilderrahmen, denke ich mal, irgendwas um die 10 Euro. Monitor 40, 50 Euro. Dann kommt noch der Raspberry Pi mit 20, 30 Euro. Und ja, dann landen wir irgendwo bei 200 Euro. Was braucht ihr an Werkzeug? Also Werkzeug, ihr braucht einen Schraubendreher, um den Monitor aufzumachen oder mehrere Schraubendreher. Eine Heißklebepistole wäre hilfreich, weil zumindest habe ich es so gemacht. Ich habe den Monitor festgeklebt und habe ihn nicht irgendwie mit Holzleisten befestigt. Mit Heißklebepistole funktioniert das am einfachsten. Ansonsten braucht ihr eigentlich nichts. Noch ein Cuttermesser hätte ich jetzt fast vergessen. Ein scharfes Cuttermesser und nicht irgendwie so ein Billigteil für 50 Cent. Damit schneidet man sich nur, aber damit kann man nicht arbeiten. Aber das war es im Endeffekt schon. Bilderrahmen, Spiegel, Monitor, Raspberry Pi und ein bisschen Zeit und handwerkliches Geschick. Und dann sollte dem Projekt Smart Mirror nichts im Wege stehen. Dann bleibt mir nur noch eins zu sagen. Wenn ich im Video irgendwelche Fehler gemacht haben sollte, dann achtet darauf, dass ihr diese Fehler nicht auch macht. Das heißt, lernt aus meinen Fehlern. Achtet darauf, wenn ihr euch irgendetwas bestellt, dass es auch das Richtige ist. Das heißt, Monitor, Kabel nach unten, nicht zu dick, passende Bilderrahmen und auf keinen Fall Spiegelfolie, sondern holt euch so einen Spiegel. Ich habe mit der Firma, die den Spiegel verkauft, nichts zu tun. Ich habe ihn dort gekauft. Ich war zufrieden. Deswegen empfehle ich euch die Internetseite. Ansonsten, wie gesagt, habe ich nichts mit denen zu tun. So Leute, dann legen wir mal los mit dem Smart Mirror. Alles, was wir brauchen, zumindest hoffe ich, das haben wir hier auf dem Tisch. Einmal den Raspberry Pi. Ein Cuttermesser, ein paar Schraubenzieher, Lineal, Klebeband, Teser, Kreppband, Heißklebepistole, ein Monitor, weil ich mache das mit einem Monitor und nicht mit diesen kleinen Displays. Und dann den Bilderrahmen und den Spiegel. So sieht das Ganze aus von der Rückseite, das heißt, von eurer Seite jetzt seht ihr, was hier hinten ist. Und wenn ich das Ding umdrehe, dann ist es der Spiegel. Und ja, dann, man sieht, glaube ich, hier noch ein bisschen was dahinter, weil das ist noch nicht abgedeckt. Aber sobald es abgedeckt wird,
Hier kommt so ein Karton noch dazu. Sobald das hier abgedeckt wird, dann ist es ein vollwertiger Spiegel. So. So ein Karton wäre vielleicht auch nicht schlecht oder so ein, ja, vielleicht ein Stoff, den man hier dahinter spannen kann, also hinter den, hinten hier auf den Spiegel, weil wir, der Monitor, der deckt ja nicht alles ab und deswegen müssen wir den Rest zudecken, damit er einheitlich schwarz ist oder nicht durchsichtig ist. Den Spionspiegel, den habe ich hier einfach eingeklebt mit Heißkleber. Darauf achten, dass der Heißkleber nicht über den Spiegel rausguckt. Dann wird es ein bisschen schwierig mit dem Karton drauflegen oder den Monitor ausrichten. Deswegen mach den Heißkleber hier in die Fuge rein. Den Spiegel natürlich ein bisschen kleiner kaufen wie den Rahmen. Dann könnt ihr das hier reinlaufen lassen und alles, was drüber guckt, könnt ihr dann mit dem Cuttermesser vorsichtig hier rausschneiden. Ganz wichtig beim Cuttermesser, holt euch eins, was scharf ist, holt euch keine 99 Cent Klingen oder irgendwie sowas, sondern holt euch was Anständiges, dann schneidet ihr euch auch nicht, solltet ihr euch nicht schneiden. Okay, dann ganz wichtig, ein Kaffee und zu der jetzigen Jahreszeit Spekulatius. Wer die nicht mag, eben nicht. So, okay, legen wir los. Als erstes mache ich hier, muss ich den Monitor auseinandernehmen. Dafür räume ich hier zuerst mal das ganze Zeug weg und dann legen wir los. Also bis gleich. So, als erstes muss ich hier diesen Fuß demontieren. Falls ihr den gleichen Monitor oder einen ähnlichen habt, wird es euch auch so ergehen. Sind ja normalerweise einfach nur draufgeschraubt und dann kann man das Ganze abziehen. Und was ich jetzt schon weiß, ist, dass ich Probleme bekommen werde, hier mit diesem Stecker, weil die nach hinten weggehen und eigentlich sollte der nach unten weggehen. Es ist jetzt so, wenn die Stecker nach unten weggehen, ist das Ganze hier ein bisschen breiter. Wenn der Stecker nach hinten geht und das Netzteil nicht im Monitor verbaut ist, dann ist das Ganze hier ein bisschen flacher. Ihr müsst also gucken, dass ihr, ja, also ich empfehle euch, dass die Stecker nach unten gehen und vielleicht findet ihr auch noch einen Monitor, wo das Netzteil nicht hier drin verbaut ist, sondern ja, das Netzteil an einem Kabel dran hängt. Dadurch wird das Ganze ein bisschen flacher. Okay, ansonsten bleibt jetzt nichts anderes übrig, wie das Ding hier aufzumachen. Wie gesagt, ich weiß, dass es bei mir jetzt nicht passen wird, richtig in den Rahmen, aber das spielt keine Rolle. Okay, die Monitore, die sind eigentlich meistens einfach nur hier geklipst und man kann das aufhebeln. Geht hier einfach mit zwei Schraubenzieher und arbeitet euch hier durch. Besorgt euch irgendeine Unterlage, so wie ich hier, damit der Monitor auf was Weichem ist und dass ihr euch keine Kratzer reinmacht. So, das war's auch. Der Monitor ist ab. Die ganzen Klipse hier, die gehen logischerweise kaputt. Oder ihr kennt vielleicht einen Weg, wie die nicht kaputt gehen, aber spielt hier auch keine Rolle. Ihr wollt euch ja ein Smart Mirror bauen und braucht den dann wahrscheinlich nicht mehr.
So, hier haben wir jetzt den Monitor. Ja, wie ihr seht, ist es relativ flach. Das Problem ist, wie gesagt, jetzt das hier, dass die Stecker nach hinten rausgehen. Dann bei meinem Monitor ist hier diese Leiste reingeklebt. Die kann man aber vorsichtig mit einem Schraubenzieher hier reingehen und kann das Ganze aufhebeln. Passt auf, dass ihr die Kontakte hier nicht kaputt macht, wenn ihr hier mit dem Schraubenzieher rangeht. Der wehrt sich beim ersten Mal. Das ist aber bei mir zumindest hier nur mit so einem doppelseitigen Klebeband draufgeklebt. Dann löse ich noch hier, das stört jetzt zuerst mal. Hier ist ja nur so ein Flachbandkabel. Da kann man hier den Stecker nach oben wegklipsen und kann das lösen. Und dann machen wir hier noch die Stecker raus. Da ihr höchstwahrscheinlich nicht den gleichen Monitor habt wie ich, müsst ihr es halt für euren Monitor selber herausfinden, was der beste Weg ist. Aber am besten immer zuerst mal demontieren, damit alles Unnötige wegkommt. Hier ist bei mir noch eine Schraube. So, und dann haben wir das Display schon in der Hand. Schön wäre es jetzt natürlich, würde das Display so dünn bleiben und das ganze Zeug wäre nicht mehr da dran. Das wäre optimal. Aber das können wir jetzt nicht ändern. Okay. Dann müssen wir als nächstes den Monitor reinlegen in den Spiegel und dann aufzeichnen und den Karton ausschneiden. So, als erstes müssen wir uns den Karton ausschneiden. Ich mache das so, dass ich den Rahmen oder das innere Teil vom Bilderrahmen nehme und das als Schablone benutze. Und schneide es dann einfach genauso groß aus, wie das vorher war. Vergesst nicht, was unter den Tisch zu legen, ansonsten habt ihr ein Problem. Jetzt haben wir die Schablone, die hinten reinkommt. So, den Karton rein. Gucken, dass er eben aufliegt. Bei mir guckt er hier im Eck ein bisschen hoch, weil dort noch ein bisschen Heißkleber ist, den ich vergessen habe wegzumachen. So, ich habe den überflüssigen Heißkleber weggemacht. Jetzt sollte das auch besser hier reinpassen. So, wunderbar, passt. Jetzt müsst ihr euch entscheiden, wie ihr den Monitor haben wollt, was oben, was unten ist. So, ich mache ihn bei mir hier press an die rechte Seite von mir aus. Und nach unten und dann im Endeffekt einfach nur anzeichnen, wo der Monitor aufliegt oder endet. Hier komme ich jetzt natürlich mit meinem Kugelschreiber nicht dran. Vielleicht kann ich das ein bisschen anreißen. So.
So, bei mir lag er ja jetzt so drin. Jetzt muss ich hier noch die Ränder abmessen und die ziehe ich dann hier ab, weil ich möchte ja nur, dass das Schwarze frei bleibt und das Silberne soll weiter vom Karton abgedeckt werden, damit der Monitor auf dem Karton aufliegt und nicht direkt auf dem Spiegel. Vermutlich würde man den Unterschied zwischen dem Monitor und dem Silbernen nicht sehen, aber das ist ja jetzt nicht unbedingt ein Problem hier abzumessen. So, von hier sind es 1 cm und von den Seiten sind es 8 mm. Das heißt, ich messe hier 8 mm und schneide dann hier das Innerteil aus. So, nachdem ich es angezeichnet habe, schneide ich das aus. Man hätte das vielleicht auch gleich ausschneiden können, aber ich mag es eher zuerst mal anzuzeichnen und dann auszuschneiden. So, das Innenteil ausgeschnitten. So, dann bevor ihr das alles reinlegt und festklebt, achtet darauf, dass nicht so viel Dreck bzw. überhaupt kein Dreck da drin ist. Bei mir kommt hier die ganze Zeit Staub rein, weil den Spiegel hatte ich schon mal für was anderes benutzt oder schon mal für einen Smart Mirror benutzt, für den Prototypen. Und ich musste hier an der Seite den ganzen Heißkleber wieder weg. Schneiden und dadurch ist er jetzt total verfilzt und kommt immer wieder hier Staub rein, aber habe es hoffentlich jetzt sauber genug gemacht. So, ich wurde unterbrochen, es hat an der Tür geklingelt. Ich weiß nicht mehr, wo ich war, aber ich probiere einfach weiterzumachen, als wäre nichts. Okay, Karton liegt drin und jetzt kommt der Monitor rein. Einfach reinlegen, gucken, dass er einigermaßen gerade ist. Bei mir ist das Problem, dass ich die Dinger hier schon total verzogen habe. Ist jetzt so. Jetzt mache ich es so, dass ich den Monitor hier an den Rändern anklebe, damit er sich nicht mehr bewegt. Und das sollte dann eigentlich passen. Hier ist jetzt bei mir das Problem, ich weiß nicht, ob man das sieht. Hier ist jetzt relativ viel Platz. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Vielleicht mache ich noch ein Stück Holz so drüber und klebe das fest, damit der Monitor hier nicht mehr wackelt. Okay, zuerst mal Heißkleber. Ich werde jetzt hier einfach einen großen Klecks reinmachen. Ich denke, das hält. So, jetzt hat das Telefon geklingelt. Also heute ist echt nicht mein Tag mit in Ruhe Video drehen, aber egal. Also ich habe jetzt hier einen Klecks gemacht. Den mache ich jetzt noch ein bisschen größer. Dann muss ich hier keine Holzleiste dran machen oder sowas und das sollte halten. Der Monitor ist ja jetzt nicht so schwer. Muss jetzt natürlich abkühlen, weil so viel Heißkleber braucht ein bisschen. In der Zwischenzeit kann ich hier den Raspberry Pi drauf machen. Hier solltet ihr darauf achten, dass ihr immer noch an die Speicherkarte kommt, wenn ihr den hier festklebt und vielleicht nicht unbedingt in die Mitte oder an den Seiten, weil ihr ja den Spiegel da dran vielleicht befestigen wollt oder wenn ihr einen Hochkant macht, das müsst ihr halt alles bedenken. Bei mir, ich werde ihn einfach hier hin machen und ein bisschen befestigen.
So, jetzt kommt hier noch die Platine dran. Und hier noch die Taster für den Bildschirm. Ich empfehle euch, den nicht unbedingt gleich festzukleben, sondern schließt den Monitor zuerst mal an, stellt ihn von der Farbe ein, von der Helligkeit, damit das alles passt, weil wenn ihr das jetzt hier irgendwo festklebt, dann kommt ihr da schlecht dran. Deswegen lasse ich ihn zuerst mal einfach hier so runterhängen. Und das hier werde ich hier einfach befestigen. So, der Monitor klebt soweit und jetzt muss ich die Kabel nur noch anschließen und dann sollte alles passen. Der Monitor ist jetzt hier unten in dem Bereich bis ungefähr hier und normalerweise, ich sehe es jetzt nicht auf der Kamera, aber normalerweise sollte man da nichts sehen, dass dort ein Monitor drin ist oder irgendetwas. Das ist bei Spiegelfolie anders. Bei Spiegelfolie habt ihr das Problem, dass ihr wahrscheinlich dann den Monitor hier sehen würdet. Und auch im eingeschalteten Zustand sieht man, wo der Monitor ist. Das ist jetzt bei hier so einem Spionspiegel nicht. Deswegen der Mehrwert lohnt sich, was das Ganze hier kostet. So, ich würde sagen, ich schließe das jetzt an und wenn das Ganze angeschlossen ist, dann melde ich mich wieder. So, hier nochmal der Monitor, wie ich das hier befestigt habe. Also hier habe ich immer ein paar Klebepunkte gemacht und den Monitor da fixiert. Hier auch. Und hier habe ich jetzt so einen dicken Klecks dran gemacht, damit es funktioniert. So Leute, der Spiegel ist jetzt angeschlossen und funktionsfähig. Wie ihr seht, jetzt ist er geradeaus. Ich habe den Spiegel mit einem Bewegungsmelder gekoppelt und kann den Spiegel über die Tante A ein- und ausschalten. Spiegel einschalten. Spiegel wurde eingeschaltet. So, hier sehen wir jetzt den Spiegel oder das so ein Übersichtsbild, was ich mir gebaut habe. Kann sich natürlich jeder nach seinem Vorlieben etwas bauen. Ich habe mir jetzt einfach mal sowas gebaut und kann mir alle möglichen Sachen anzeigen lassen. Da sieht man jetzt, ich kann mir die Waschmaschine anzeigen, Temperaturen, Stromverlauf, kann den Spiegel in den Automatikmodus versetzen. Dann reagiert er auf den Bewegungsmelder, das heißt, er geht mit dem Bewegungsmelder an und nach einer definierten Zeit geht er wieder aus. Oder man kann ihn manuell ein- und ausschalten, so wie ich es gerade eben gemacht habe, indem ich der Tante A gesagt habe, dass sie den an- oder ausschalten soll. So, testen wir das Ganze mal. Übersicht anzeigen. Hier ist deine Visualisierungshauptansicht. Waschmaschinenanzeigen. Hier ist die Waschmaschinenansicht. Oh, da funktioniert noch was nicht. Wahrscheinlich habe ich noch nicht richtig eingestellt. Aber wie gesagt, normalerweise funktioniert es. Mülltonnenanzeigen. Hier ist die Mülltonnenansicht. Stromverbrauch anzeigen. Hier ist die Stromverbrauchansicht. Befehle anzeigen.
Hier ist die Übersicht mit den möglichen Befehlen. So, jetzt seht ihr aber auch vielleicht das Problem, was so ein Smart Mirror hat. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera erkennt oder wie gut man es erkennt. Hier unten, das hier, das liegt ja auf braunem Untergrund, also hier auf dem Tisch. Und das hier oben liegt auf weiß auf. Das heißt, dadurch, dass ihr eine weiße Schrift habt und hier die Wand weiß ist hinter mir, ist das Ganze natürlich suboptimal. Und das andere Problem, was es auch noch gibt, ist, dass diese Smart Mirrors auch richtig viel Helligkeit schlucken von dem Monitor. Das heißt, wenn der Monitor nicht hell genug ist, dann wird das auch ein Problem. Jetzt ist es hier Nacht, es ist beziehungsweise es ist dunkel, es ist hier nur die Wohnzimmerbeleuchtung an und das lässt sich alles super ablesen. Also das funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf der Kamera aussieht, aber es funktioniert richtig gut. Das Problem ist, wieso ich mich gegen den Smart Mirror entschieden habe, ist, dass ich für ihn einfach keinen Platz gefunden habe. Bei mir im Flur ist eine riesengroße Balkontür, die immer Licht von der Seite rein. Es ist sehr hell, sagen wir es so. Und dann ist das richtig schlecht abzulesen. Und erschwerend hinzukommt, dass ich eigentlich im Flur nicht unbedingt in den Spiegel schauen möchte oder gucke oder wie auch immer. Und wenn so, wie ich jetzt gerade bin, hier von der Seite, Monitore haben eh schon ein Problem mit der Seitenansicht, also wenn man von der Seite drauf guckt, dass es nicht immer perfekt abzulesen geht. Und durch den Smart Mirror wird es halt nur noch stärker erschwert. Das heißt, man muss immer mehr oder weniger gerade drauf gucken, dass man etwas sieht. Aber es funktioniert. Jeder hat andere Vorstellungen. Bei mir hat es halt nicht reingepasst. Deswegen ist das Projekt, beziehungsweise habe ich das Projekt dann anders umgesetzt. Ich habe den Spiegel weggelassen und habe mir ein Smart Mirror halt ohne Spiegel gebaut. Aber was man schön sieht, ich hoffe, das sieht man auch auf der Kamera, ist, dass man hier keinen Monitor erkennt. Ich mache mal das Licht in der Wohnung aus, dann erkennt man das vielleicht noch besser. Also, Wohnzimmerlicht 3 ausschalten. Okay. Also, Wohnzimmerlicht 2 ausschalten. So, jetzt hat das Bild einen richtig schönen Blaustich. So, der Blaustich im Bild war von der indirekten Beleuchtung. Jetzt sieht man natürlich meine Hand nicht, aber jetzt, wenn es komplett dunkel ist, sieht man Wohnzimmerlicht 1 einschalten. Ich weiß jetzt nicht, ob man es jetzt immer noch sieht, aber man sieht hier jetzt den Rand, weil das Display halt der Schwarzwert von dem Display vielleicht nicht super gut ist. Aber bei Tageslicht sieht man das normalerweise nicht, da passt das alles und ich denke, jeder kann für sich selber entscheiden, ob er es so haben will oder nicht, wie gesagt. Okay, das war mein Smart Mirror. Wie man das Ganze programmiert und wie ich es umgesetzt habe, softwaremäßig, das zeige ich euch dann im zweiten Teil. Ich hoffe, ihr konntet mit dem Video was anfangen und falls es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lassen würdet und ein Abo nicht vergessen, falls ihr noch nicht abonniert habt. In diesem Sinne, macht's gut und viel Spaß mit eurem Smart Home.